Ja, und mit diesem epischen Auftritt heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Zelda The Wind Waker, Leute. Und dieser epische Auftritt passt, denn es wird ein epischer Moment heute. Denn wir bekommen ein ganz besonderes Item. Aber erstmal schaut euch diesen wunderbaren Ort an und genießt ihn. Wunderschön. Ja, willkommen in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Wir sehen hier wunderschöne Gegner und einer nach... Du Arsch! Du hast meinen Witz unterbrochen! Nun, Link, hier darfst du dir mal selber ein bisschen das Köpfchen verrecken. Das, weswegen du hergekommen bist, verbirgt sich irgendwo in diesem Schloss. Du musst allerdings einen Eingang zum Untergeschoss finden. Dieser Eingang wird aber durch eine schwere Tür versperrt, die zur Abwehr von Feinden dienen soll. Du musst also offensichtlich irgendwo etwas tun, damit sich diese Tür öffnet. Weißt du, wovon ich spreche? Gut, ich bin mal nicht so und gebe dir sogar einen kleinen Tipp. Die Lösung des Brezels hat etwas mit der Form des Wappens zu tun, das du hier überall siehst. Yeah, und das Wappen ist natürlich das... was könnte es sein? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was soll das sein? Ich gehe erstmal noch ein bisschen rum. Vielleicht fällt es mir dann ein. Ist mir zu schwer, das Rätsel. Ja, wir sind hier in einer Schwarz-Weiß-Welt unter Wasser. Und hier stehen lauter Gegner rum, die aber irgendwie eingefroren sind und man kann nichts mit denen anstellen. Und am liebsten würde ich die jetzt alle umhauen, dann würde ich mir nämlich einen Haufen Arbeit ersparen. Aber es geht leider nicht. Guckt euch den an. Sehen alle ganz lustig aus. Naja. So, ach, zufällig ist mir jetzt eingefallen, was hier möglicherweise das Rätsel sein könnte. Die Lösung. Das sieht doch aus wie das Triforce. Ich weiß nicht. Irgendwie schon. Probiere ich das doch mal und stell die Steinchen darauf, die hier so ganz unauffällig rumstehen. So, muss mal die Blickrichtung hier ändern. Dann sehe ich gar nichts. Einmal rum. Das war dumm. Lorjo. Mein Gott, müssen die dreieckig sein, diese Dinger. So. Der starke Link kann alles bewegen. Nein, jetzt habe ich es ja wieder zurückgemacht. Ach ja, dieses Geschiebe und... Na, komm schon! Yeah! Nur noch das hier! Und dann haben wir dieses unglaublich schwere Rätsel gelöst, denn wir kennen ja alle gar nichts von Zelda und wissen nicht, dass das Triforce ist und diese Steine darauf machen müssen. Naja. Los schon, mach schon. Aber wir müssen jetzt irgendwie zur Mitte. Und... Oh, noch ein zweiter und dann haben wir das Rätsel gelöst. Man glaubt es kaum. Und es versinkt im Erdboden. Da ist es, das magische Zeichen. Und es hat eine Bedeutung. Und zwar befinden wir uns hier nämlich in dem Schloss der Schlösser, würde ich mal sagen. Es ist nämlich das Schloss. Das Schloss in Hyrule. Ich sag jetzt einfach mal Hyrule. Scheiß auf Englisch. So. Ja. Unglaublich cool hat sich dieses, ja, Untergeschoss hier geöffnet. Und da gehen wir jetzt mal rein und dann... Achtung, Leute. Ich will noch nicht so viel verraten, aber... Ihr könnt es vielleicht... Nein, ihr könnt es wahrscheinlich noch nicht sehen, aber... Achtung, Achtung! Epic Moment! Hey! Nein, natürlich muss uns dieser blöde, komische Bootsmensch da wieder zwischenreden. Respekt, Link! Hätte nicht gedacht, dass du das durchschaust! Und nun nimm dir das Schwert, das vor dir liegt. Na toll, jetzt hat er alles schon verraten. Das Schwert, mit dem du gerne noch von Antlitz dieser Welt verbannt werden kann. Das Master-Schwert.
Ja, danke, roter Launkönig. Du hast mir die Tour vermasselt. Egal. Wir können es an uns nehmen. Das Masterschwert! Bams, bams, bams. Ich hoffe, diese Ritter werden nicht aktiviert. Nein, das werden sie nicht. Ja, mit einem gleißenden Lichtstrahl wird hier die ganze Welt wiederbelebt. Leider nicht zum Vorteil für uns, muss ich ehrlich gestehen. Und schon kommt wieder etwas Farbe ins Spiel. So lässt es sich doch eindeutig angenehmer beobachten, das Ganze. Hat sich ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Obwohl, ich kann davon nicht reden. Ich habe nicht in dieser Zeit gelebt, wo es Schwarz-Weiß-Fernsehen gibt. Egal, leider sind diese ganzen Monster wieder zum Leben erweckt worden. Na, da haben wir ja was angestellt. Aber es hat sich gelohnt, denn wir haben das Masterschwert. Yeah! Und es ist blau. Es ist wunderschön. Aber nicht nur das, nein, es ist auch stärker. Man sagt, der Held der Zeit soll dieses Schwert benutzt haben, um das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Oh, jetzt kommt eine kleine Show. Nein, schade. Ja, wir haben das Masterschwert und es ist viel cooler als unser altes Schwert. Ich weiß gar nicht, was wir mit unserem alten Schwert gemacht haben. Ich sehe es nirgendwo. Ja, ja, es ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Link trägt es in seiner Unterhose. Oder ans Bein geheftet. Unter seiner Strumpfhose. Wir gehen wieder nach oben. Und ja. Und stehen gleich mal inmitten von ein paar tollen Gegnern. Und es müssen natürlich gleich die Stärksten sein. Oh, ich muss mich erstmal wieder ausrüsten hier. Es geht ja gar nicht. Bla bla bla. Ja. Egal. Boomerang reicht schon. Was? Man kann ihn nicht mal treffen. Okay. So. Mann, du nervst, du Idiot, da. Mann, du musst zuerst verrecken, du nervst. Stirb! Ha, ich hab dich auch noch getroffen. So, kommt her! Ich hab das Master Hyperschwert. Verdammt. So. Wir benutzen unser Master Schwert zum ersten Mal und es liegt wunderbar in der Hand, kann ich euch sagen. Yeah. Okay. Ich könnte natürlich... Moment. Ich will dieses Ritterwappen haben. Ich hoffe, es ist da drin. Oh, wo ist es hingegangen? Da. Gut. Ich will nämlich alle Ritterwappen einsammeln. Das ist wichtig. Komm her, du Kollege. Du stehst hier blöd rum. Bam. Ja, ich glaube, man merkt schon. Es ist wirklich ein bisschen stärker. Na, komm schon. Und... Ja, ich könnte mich jetzt langsam rantasten. Und hier einen Gegner nach den anderen rauslocken. Aber ich denke mal, ich renne da jetzt einfach mal voll rein und mache ein bisschen Action. Aber mich bemerkt gar keiner. Ist auch gut. Haha. Beachte mich. Los. Bam. Ich liebe diesen Konterschlag. Oh. Autsch. So. Ist das? Ich habe deinen Arsch geviertelt. Verdammt! So. Mein Gott. Auf einmal sind diese hier gar nicht mehr so schwer. Los, wo bist du, Ritter? Hohoho. Vernichtet habe ich dich. Da ist das Ritterwappen. Man kann übrigens... Ah, stimmt. Ich kann es ja auch so von denen bekommen. Oder geht das schon? Nein, ich muss sie erst entrüsten. Boah, über Kopf hier. Und dann von hinten kann man die Rüstung nämlich auch so vernichten. So, jetzt habe ich das Ritterwappen. Jetzt kann ich einfach auf dich raufhauen. Hätte ich ja vorher gekonnt, aber so macht es doch viel mehr Spaß. So, und jetzt kämpfe ich mal mit... den eigenen Waffen von denen zurück.
Oh cool, Pfeile, Bomben. Komm her, Duell. Oh, wartet, ich muss wenigstens die Rüstung von ihm vernichten, sonst kann ich gar nichts ausrichten. So. Jetzt geht's los. Du bist zu langsam. Boah, der hüpft immer weg. Du feige Sau, verdammt. Okay. Das Schwert ist wohl nicht meins, aber ich probier's nochmal. Verdammt, du Sau. Boah, jetzt reicht's mir aber. Kämpf doch mal fair. Okay. Der wurde wohl speziell ausgebildet. Das ist der Boss von allen, sag ich jetzt mal. Das ist der Master Chief. Boah, der lebt ja immer noch. Nein, ich nehme das Schwert. Von hinten mit seinem eigenen Schwert habe ich ihn vernichtet. Zu Recht, muss ich sagen. Er war ganz schön frech, muss ich sagen, ja. Haha, der merkt das gar nicht. Und ich habe ihn in den Po gestochen. Na los. Na, das war ja echt geil. Komm schon, stirb, wir wollen endlich hier raus. Wir müssen leider alle besiegen, andernfalls kommen wir hier leider nicht raus. Sag mal, nervt. Ja. So einen kleinen Gegner wie dir muss ich mich doch nicht abgeben. Boah, da sind noch zwei so eine Ritter. Die krassesten Typen im Zelda-Universum hier. Zumindest im Wind Waker-Universum. Spüre das Master-Schwert. Hier ist dich zerfleischt. Heute gibt's Ochse zum Abendessen oder was auch immer du bist. Was bist du eigentlich? Keine Ahnung. So. Der nächste, bitte. Ich schau grad mal schnell auf die Uhr. Ja, ich habe noch Zeit, einen zu vernichten, mindestens. Und den machen wir von hier aus. Nein, geht ja gar nicht. Bäm, verdammt. Egal. Nein. Mann, ich häng hier fest. Ha, ich hab ihn ausgetrickst. Mann, diese Säule steht hier echt blöd. Verrecke! Alter, du bist tot. Und noch ein Ritterwappen. Yeah, wir haben jetzt schon ganz viele und das freut mich. Dann kann ich danach... Oh, wie viel haben wir? 9, noch eins und dann kann ich mal euch zeigen, was dann passiert im nächsten Part. Wahrscheinlich noch nicht im nächsten, aber auf jeden Fall irgendwann danach. Ich glaube, hier hinten müsste noch irgendwo einer sein. Ja, aber kein krasser Typ. Nur dieser komische... Nennen wir ihn Lippe. Boah, nerv nicht, Alter. Das Blocken hilft ja auch nichts. Das verzögert nur deinen Tod. Okay, hier unten haben wir alle Gegner geplättet. Denke ich mal jetzt. Und ja. Da würde ich mal sagen, im nächsten Part reinigen wir das Schloss in der ersten Etage. Alles klar. Bis dann, euer Master Schwert tragender Link. Ciao.